Hallo, mein Name ist Henry Lesewitz. Ich zelte mein Wohnzimmer. Das ist komisch, ich weiß. Aber ich werde morgen nach Nepal fliegen, zum Yakutek-Rennen, das höchste Radrennen der Welt, bis auf 5600 Höhenmeter in 11 Etappen. Und um mich darauf vorzubereiten, habe ich jetzt die ganze Woche lang im Zelt geschlafen, um die Höhenluft zu simulieren. Habe jetzt auf 3500 Höhenmeter quasi geschlafen. Jedoch leider ohne meine Freundin, denn die hat mir die rote Karte erteilt fürs Schlafzimmer, sodass ich jetzt hier ganz alleine in meinem Zelt liegen musste. Okay, wir sehen uns in Kathmandu. Bis später. Das war Ramesh aus Nepal, ein Fahrer, hey, die haben es doch nicht alle. Was ist mit dem los? Habt ihr es gesehen? Der hat das Rad auf dem Kopf liegen gehabt. Boah. So, Tag, weiß ich gar nicht. So, jetzt sind es noch ungefähr 100 Höhenmeter. Boah, die Luft ist echt dünn.